Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Fleisch ist mein Gemüse. Ich war bei unserem Metzger gewesen und habe wunderbares argentinisches Filet gefunden und Rinderfilet natürlich, kein Schweinefilet, ist klar, weil in Argentinien ja mehr Rinder als Schweine am Start sind. Und wir machen jetzt Rinderfilet mit Birnengemüse, ein Rezept aus unserem Wunderkesselforum. Ich bin gespannt, ob und wie mir das schmecken wird, weil normalerweise bin ich eher so der klassische Fleischesser, Rumpsteak, Filet, das ist mit Kräuterbutter kurz angebraten und so weiter. Aber hier haben wir eine sehr feine Soße bzw. Marinade dazu und mal eine außergewöhnliche Beilage. Ich bin sehr gespannt. Wir beginnen mit der Marinade. Und zwar wird das eine Honig-Birnen-Marinade. Dafür habe ich jetzt eine Birne schon geschält, entkernt und geviertelt. Ein Esslöffel Honig kommt noch dazu. Da habe ich jetzt hier den aus der Tube. Der lässt sich am leichtesten portionieren. Wie man sieht, das geht ganz toll. Drei Prisen Pfeffer kommen noch dazu. Und das Ganze machen wir jetzt 20 Sekunden auf Stufe 7 zu einer schönen Marinade. Damit müsste unsere Marinade einigermaßen fertig sein. Oh, das sieht ganz gut aus, denn ich streiche das hier mal noch so ein bisschen runter. Damit bestreichen wir jetzt unsere Filetstücke. Es hat sich etwas Honig unten angesammelt, also ich rühre das noch mal ein bisschen durch, damit es etwas homogener ist. Ich mache das jetzt einfach mit dem Löffel hier drauf und dann verteilen wir das. Das hätte man eigentlich gleich so machen können. Einfach drin wälzen. Das geht ja auch. Genau, perfekt. Und das Ganze muss dann etwa eine Stunde ziehen, damit das schön eingezogen ist. Gerade auch der Honig. Ich verteile das jetzt hier noch so ein bisschen, dass das einigermaßen gleichmäßig ist. Ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Ganz ehrlich. Das klingt ungewöhnlich, ja, mit den Birnen, aber zu wild isst man ja auch Birne, ja, und Preiselbeeren und sowas. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Birne unglaublich süß ist. Hier ist noch ein bisschen Flüssigkeit, das mache ich jetzt alles noch hier drauf. Und dann stellen wir das, wie gesagt, an einen kühlen Ort und lassen es etwa eine Stunde lang ziehen. Ich bin gespannt. So, während unser Filet vor sich hin zieht, können wir schon mal anfangen, Kartoffeln zu kochen. Wir müssen das so ein bisschen timen. 25 Minuten brauchen wir natürlich für die Kartoffeln. Dazu 500 Gramm Wasser in unseren Mixtopf geben. Einen Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich Gemüsebrühe nehmen. Dann brauchen wir unseren Gareinsatz, den tollen mit dem Deckel, und etwa 800 Gramm geschälte und schon geschnittene festkochende Kartoffeln hinein. Deckel drauf, Mixtopfdeckel drauf, 25 Minuten Varoma Stufe 1. Und dann nähern wir uns unseren Filetstücken. Da freue ich mich jetzt echt drauf. Bis gleich. So, unsere Kartoffeln sind jetzt gegart, aber da wir jetzt uns noch um die Birnen und natürlich auch noch um die Filets kümmern müssen, stellen wir die jetzt warm. So, jetzt muss ich hier nur mit dem Löffel beikommen. Ich mache das hier gleich mit dem Garkörbchen gemeinsam in den Backofen. Den habe ich so auf 50 Grad, habe ich den vorgewärmt, einfach, dass die warm bleiben. Leere kurz den Mixtopf aus, spül den einmal durch und dann kommen wir zu den Zwiebeln, dem Speck
in wenigen Sekunden. Zwei Zwiebeln habe ich schon halbiert. Die kommen in unseren Topf hinein und werden, wie immer, 5 Sekunden auf Stufe 5 geschreddert. Wir schieben das mit dem Spatel nach unten und geben 100 Gramm Speck dazu, gewürfelte Speckwürfel wollte ich gerade sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also 100 Gramm Speckwürfel dazu und das Ganze wird jetzt gedünstet, 3 Minuten in der Stufe Varoma, Linkslauf Stufe 1. Auf geht's! Bading! Und der nächste Arbeitsschritt steht bevor. Ich habe hier 3 Birnen, die habe ich geschält und entkernt und grob gewürfelt. Die kommen rein, dann 100 Milliliter oder 100 Gramm naturtrüben Birnensaft, einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock dazu und 150 Gramm Crème Fraîche kommen ebenfalls hier rein. Und dann wird das Ganze bei 90 Grad im Linkslauf 10 Minuten gekocht. So, während das jetzt hier kocht, zerlasse ich schon mal 3 Esslöffel Butter in einer Pfanne und dann braten wir auch schon mal die Steaks an. Kann man davon ausgehen, so bei der Dicke etwa so 4 Minuten auf jeder Seite. Wenn ihr es nicht medium mögt, vielleicht ein bisschen länger. So, die Temperatur ein bisschen runter. Und schauen wir mal, 4 Minuten auf jeder Seite. Komm, das mache ich jetzt mal hier noch mit drauf. Das riecht schon mal sehr gut. So, ich habe unsere Steaks schon gewendet und unsere Birnen sind auch gleich durch, sind jetzt durch. Wir geben da jetzt noch die Kartoffeln dazu und lassen das noch mal eine Minute Linkslauf 0,5 miteinander vermischen. Oh, das riecht ja richtig gut. Mit der Specksoße auch, voll cool. So, dann vermischen wir das noch mal eine Minute Linkslauf und dann sind auch unsere Steaks fast fertig. So, ich würde jetzt rein gefühlsmäßig den Steaks noch 2 Minuten geben, weil die waren doch schon etwas dicker. Aber unser Gemüse und unsere Kartoffeln, das ist alles schon fertig und gemischt und oh, das riecht echt gut. Also hätte ich mit Birne, ne, ist ja immer so, oh, man weiß es nicht. Ich probiere das jetzt mal aus dem Topf. Auch wenn man das nicht soll, ist das völlig egal, ist mein Topf. Das ist echt lecker. Echt lecker. Mit der Crème fraîche und dem Speck. Super. So, da mache ich jetzt schon mal ein bisschen was drauf hier. Holen wir doch mal hier eine ordentliche Suppenkelle voll. Machen das schon mal drauf. Das Birnengemüse mit den Kartoffeln. Na, komm raus. Und ich würde sagen, ich traue mich da ja nie anzuschneiden so und zu gucken, aber ich würde fast sagen, dass die zumindest medium sind. Ich mag es medium, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal hier raus. Die stellen wir gleich zur Seite, können wir dann in der Redaktion nachher essen. Ja, stellen wir zur Seite. Ach so, ha, Moment. Davon nehme ich mir auch noch ein bisschen was hier drauf. Das ist doch toll. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht auf die Herdplatte komme hier. Und dann schauen wir mal.
Also wie gesagt, das ist jetzt hier Birne. Erstaunlicherweise halt auch nicht mehr wirklich so süß. Ne? Es verteilt sich sehr gut. Schmeckt mit dem Speck und dem Crème fraîche, das schmeckt richtig gut. Es schmeckt echt gut. Und jetzt kommen wir zum Fleisch und ja, wie ich gesagt habe, Medio, ich liebe es. Sehr, sehr cool. Also könnt ihr euch mal anschauen hier. Das ist wirklich genau die richtige Temperatur gewesen, genau die richtige Einstellung. So, im Gegensatz zu sonst gibt es heute keine großen Schlussworte, weil ich muss das jetzt sofort essen. Das ist wirklich mega gut. Wichtig halt natürlich auch, dass ihr gutes Fleisch kauft. Wir haben jetzt wirklich extrem gutes Filet gekauft. Es schmeckt unglaublich genial. Ich hätte es nicht so erwartet, ne? So mit Birne und sowas, das ist ja immer so eine Sache. Wie gesagt, man isst ja wild auch mit Birne, aber das passt echt richtig, richtig gut zusammen. Leute, macht das nach. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch genauso gut geschmeckt hat. Und bitte, seid mir nicht böse. Aber ich gehe jetzt essen. Tschüss und guten Appetit.